Genau. Dann sage ich herzlich willkommen zum heutigen Webseminar Cum-Ex. Niemand will es gewesen sein. Wir wollen uns die nächste gute Stunde mit dem Thema Cum-Ex beschäftigen. Und da werden wir uns mit zwei kundigen Menschen unterhalten, die ich gleich nochmal vorstellen werde. Zunächst aber ganz kurz einen Blick auf Aktivitäten von Finanzwende. Wir haben in den nächsten Zeiten noch zwei Webseminare, auf die ich hinweisen will. Das eine, ähnliches Format wie heute Abend, werden wir uns zum Thema Geld, Macht und die Notwendigkeit von Steuergerechtigkeit für unsere Demokratie unterhalten mit Marlene Engelhorn, der Mitbegründerin von TaxMeNow. Und von Seiten von Finanzwende wird unser Geschäftsführer Daniel Mittler die Diskussion moderieren, gestalten. Da wird es ganz stark um die Aktivitäten auch zum Bereich Erbschaftssteuer etc. gehen. Marlene Engelhorn hat sich ja da sehr weit auch und sehr mutig in die öffentliche Diskussion begeben. Und die zweite Webseminarveranstaltung, auf die ich hinweisen will, ist das Thema Greenwashing, an Inside Perspective. Das wird in englischer Sprache sein. Das wird eine Chance, mit Desiree Fixler in den Austausch zu kommen, die früher bei der DWS, also der Fondstochter der Deutschen Bank, tätig war und dort durch ihre Aufdeckungen als Whistleblowerin beigetragen hat, dass der Vorstand gehen musste. Das ist zum ersten Mal, dass ein Vorstand wegen Greenwashing gehen musste in der Finanzbranche. Sehr, sehr spannend. Ich kann nur ganz herzlich dazu einladen. Von unserer Seite wird Magdalena Senn die Moderation machen. Und damit konkreter zur Agenda des heutigen Abends. Wir sind in der Begrüßung. Ich grüße Sie alle, auch die, die jetzt in der Zwischenzeit sich eingewählt haben. Ich sage ganz kurz nochmal was zum Ablauf gleich und was wir dazu machen zu dem Thema. Dann haben wir die Podiumsdiskussion, wo ich ein paar Fragen stellen werde an die Autoren des Buches Die Akte Scholz. Und dann kommen wir gemeinsam in Diskussion. Gibt es die Möglichkeit, mitzudiskutieren und Fragen zu stellen? Wie kann das passieren, wenn Sie technische Fragen haben, Informationen brauchen, dann gerne über das Chatfenster und dann dort einfach die technische Frage reinsteigen. Das Team von Finanzwende ist im Hintergrund dabei und hilft gerne, wenn Fragen auftauchen und gibt Informationen. Für die inhaltlichen Fragen, die wir jetzt heute diskutieren sollen, bitte das F&A-Fenster im Control Panel bei Zoom öffnen und dort reinschreiben. Wir werden die Fragen vorlesen. Wir werden sicher nicht alle beantworten können. Wir versuchen sie auch zu bündeln. Ich werde Ihren Namen nicht nennen, weil wir zeichnen das auf und wir wollen den Datenschutz wahren, dass dann nicht sozusagen dann der Name nachher in der Aufzeichnung ist. Von daher können Sie also, wenn Sie schreiben, alles schreiben und es wird nachher nicht mit Ihrer Person verknüpft, aber die Frage wird wahrgenommen und wir versuchen, so viel wie möglich von den Fragen auch in die Diskussion einzubringen. Dann noch von meiner Seite nur kurz zwei Aktivitäten von Finanzwende in dem Themenfeld. Zum einen haben wir bei dem Thema Cum-Cum, das heute auch zur Sprache kommen wird, das ist sozusagen der große Bruder von Cum-Ex, eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht, weil da zu wenig gemacht wird von den Steuerbehörden in Deutschland. Und wir sagen, das ist eigentlich eine Art Beihilfe, wenn illegale Profite einfach behalten werden können. Das ist ein fatales Signal und Deutschland müsste da mehr tun, um diese Gelder zurückzuholen, weil da auf der Ebene der Bundesländer in Deutschland zu wenig passiert, haben wir uns da an die EU-Kommission gewandt. Und näher an dem, was wir jetzt heute gleich diskutieren, wir waren vor kurzem in Hamburg und haben dort bei einer Sitzung des Untersuchungsausschusses, als Olaf Scholz Stellung genommen hat, auf die Erinnerungslücken hingewiesen und in einer Petition lückenlose Aufklärung der politischen Einflussnahme, um die es da geht, gefordert. Da kriegen Sie so ein bisschen mit, wie Finanzwende dieses Thema bearbeitet. Und damit zur heutigen Diskussion. Ich begrüße für die Diskussion heute Abend die beiden Autoren des Buches Die Akte Scholz, Oliver Hollenschein. Er ist Journalist beim Manager-Magazin, ist er Nachrichtenchef und hat trotzdem offensichtlich die Zeit, richtig zu recherchieren auch und ein Buch zu schreiben. Und herzlich willkommen. Danke, dass Sie heute Abend sich die Zeit nehmen, hier mit uns über Cum-Ex zu diskutieren, über die Rolle des Kanzlers. Und ich Gerne. begrüße Oliver Schröm sehr herzlich auch in der Runde heute Abend.
Er ist heute bei dem NDR tätig und war früher schon bei Stationen beim Stern und Korrektiv. Wir kennen uns auch schon aus dieser Zeit, haben auch schon mal zu einem anderen sozialdemokratischen Kanzler uns unterhalten, der eine Nähe zu einem Manager aus der Finanzbranche hatte. Das war dann damals Schröder und Maschmeyer. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch drauf zu sprechen. Ja, Sie beide sind jetzt bekannt geworden, noch bekannter geworden durch das Buch, was sich mit der Rolle von Olaf Scholz beim Cum-Ex-Skandal beschäftigt. Und das Buch wollen wir heute zusammen diskutieren. Wir haben uns entschieden, das nicht in der Form einer Lesung zu machen, sondern eher Fragen in den Vordergrund zu stellen. Und ich würde gerne einsteigen, eigentlich mit der großen Zweiteilung. Das Buch hat zwei Teile. Ne? Das eine ist, was ist in Hamburg eigentlich passiert? Und das andere ist, was ist eigentlich dann in der Aufarbeitung, teilweise auch in Berlin im Bundestag, passiert? Und Herr Hollenstein, ich würde Ihnen gerne die erste Frage stellen, oder eher die Bitte, dass Sie versuchen, mal möglichst kompakt in wenigen Sätzen, was ist der Kern eigentlich des Vorwurfes gegenüber Olaf Scholz, was da in Hamburg gelaufen ist, in dieser Begünstigung ist jetzt dann der rechtliche Begriff, der Warburg Bank. Wie kann man das im Kern auf den zentralen Vorwurf zusammenfassen, was Sie auf vielen Seiten belegen? Ich glaube, auch da gibt es eine gewisse Zweiteilung. Und ich glaube, der Kernvorwurf ist am Ende, dass wir sagen, dass wir gar nicht so sehr Vorwürfe erheben, sondern Fragen stellen, warum sich Scholz so verhalten hat, wie er sich eigentlich verhalten hat. Und da gibt es diverse Merkwürdigkeiten, sowohl in dem ersten Teil des Buches, als auch in dem zweiten. In dem ersten Teil des Buches reden wir über ein Steuerverfahren, das es damals gab gegen die Privatbank MM Warburg. Wir befinden uns da im Jahr 2016 und damals gab es schon einen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss und es gab eine große Durchsuchung damals bei der Warburg Bank und eigentlich waren sich die Hamburger Steuerprüfer im Finanzamt sicher, sie wollen das Geld von Warburg zurückholen. Und auf merkwürdigste Weise passierte dann etwas, dass sich die Finanzbeamten umentschieden und plötzlich dieses Geld nicht mehr zurück wollten. Und da haben wir angefangen, irgendwann vor 3 Jahren Fragen zuzustellen, warum passierte das eigentlich? Und die erste Merkwürdigkeit ist, dass in der entscheidenden Phase, wo sich das Finanzamt umentschieden hat, hat sich Olaf Scholz mehrfach mit diesen Bankern getroffen. Das ist quasi die große Merkwürdigkeit in dieser ersten Phase und die große Merkwürdigkeit in der zweiten Phase, in der Aufklärung, die uns heute vielleicht, also zumindest Olli Schröm und mich, vielleicht deutlich mehr beschäftigt als diese erste Phase emotional, ist eigentlich, was passiert ist in der Aufklärung. Weil da ging es am Anfang los damit, dass wir von diesen Treffen erfuhren. Und Scholz hat erstmal diese Treffen gar nicht eingeräumt. Als er von einem Treffen erfuhren, hat er dann gesagt, na gut, ein Treffen gab es. Und irgendwann musste er dann einräumen, dass es auch mehrere Treffen gab. Und warum es diese Treffen dann, warum er die ersten Treffen trotz Nachfragen bis dahin nicht eingeräumt hat, da konnte er sich dann nur noch mit Erinnerungslücken berufen. Das sind erstmal die großen Merkwürdigkeiten, sage ich mal. Ich glaube, wenn man die sich anguckt, lernt man viel über diesen Menschen Olaf Scholz und den Politiker Olaf Scholz, wie der agiert und welche strafrechtliche, moralische und so weiter Schuld damit verbunden ist. Da kann man mit Sicherheit lange drüber diskutieren, aber da kommen wir bestimmt noch zu. Ja, ich will einmal kurz dann auf die verschiedenen Akteure nochmal blicken. Die eine Frage, Herr Schröm, ist, jetzt ist ja sehr stark die Warburg Bank im Fokus. Und manchmal wird er ja so von Seiten der Warburg Bank gesagt, aber wir sind doch gar nicht die Schlimmsten da gewesen. Warum sind wir so im Fokus? Und das ist eigentlich eine Hetzjagd gegen die Warburg Bank, was gerade stattfindet. Können Sie es nochmal einordnen sozusagen? Also die Warburg, der Warburg-Kontext im Zusammenhang mit der ganzen Cum-Ex-Geschichte. Naja, alleine bei der Staatsanwaltschaft Köln sind Verfahren anhängig gegen mittlerweile 1500 Personen weltweit. Und ich weiß gar nicht, wie viele Banken da involviert sind. Ein Kronzeuge wurde mal gefragt von der Staatsanwältin Anne Brohlger, also die in Köln so federführend bei den Ermittlungen ist. Er soll doch mal die Banken nennen,
die in Cum-Ex-Geschäfte involviert waren. Und der Kronzeuge antwortete, können wir die Frage nicht anders machen, fragen Sie mich doch, welche Bank nicht in Cum-Ex involviert war, weil dann ist die Vernehmung etwas kürzer. Und das ist die Situation. Und dass das jetzt Warburg als erstes getroffen hat bei der Aufarbeitung, ich glaube, das ist ein Stück weit auch Zufall und es hat auch was mit Taktik und Prozessökonomie zu tun. Ausgangspunkt war eine Ermittlung gegen eine Schweizer Privatbank und gegen die Banker dort, gegen Erik Sarrazin, also den Namensspross. Der hat sich dann freigekauft mit 200.000 Euro und hat auch ein Stück weit ausgepackt und hat eine Spur nach Hamburg gelegt zur Warburg Bank. Und so kam überhaupt die Kölner Staatsanwaltschaft der Privatbank MM Warburg auf die Schliche. Das war Ende 2015 und im Januar 2016 waren dann Durchsuchungen bei der Bank und es war der Beginn dieser Ermittlung. Und 2019 kam ich von einem sehr, sehr guten Informanten einen Anruf mit dem Hinweis, Olaf Scholz sei in einen Cum-Ex-Skandal verwickelt. Und ich war natürlich erstmal überrascht. Ich habe mich schon 6 Jahre damals mit dem Fall oder mit den Cum-Ex-Fällen beschäftigt. Konnte mir aber jetzt wenig vorstellen, dass Olaf Scholz da irgendwie mit drin steckt. Aber dann haben wir uns den Warburg-Fall nochmal genauer angeschaut, der immer ein Thema für uns war. Und wir haben halt festgestellt, der Mitinhaber der Warburg Bank, Christian Olearius, hat was Ungewöhnliches gemacht. Er hat Tagebuch geführt. Und das entnahmen wir der Ermittlungsakte. Und dann war natürlich klar, wir müssen irgendwie an diese Tagebücher rankommen, weil er hat da weniger über das private Aufzeichnungen geführt, sondern über seine beruflichen Kontakte und über seine politischen. Und über diese Tagebücher sind wir Olaf Scholz auf die Schliche gekommen. Und haben dann Februar 2020 ihn damit konfrontiert mit einem Treffen. Da hat er gar nicht reagiert auf die Anfrage. Das muss man sich mal vorstellen. Damals war das eine Kooperation von Panorama, NDR und die Zeit. Und die fragen den damaligen Finanzminister, was das eigentlich auf sich hatte mit dem Treffen mit dem Privatbankier. Die Zeit war dann schon online. Er hat überhaupt nicht reagiert, weil er sich vermutlich nicht vorstellen konnte, dass wir wirklich harte Beweise haben, weil er sich eben nicht vorstellen konnte, dass dieser Mann Tagebuch geführt hat. Ja, und der Rest ist mittlerweile fast Geschichte. Er hat halt sehr minutiös alle Treffen festgehalten. Und die Treffen waren halt sehr zeitnah bei dem, was gerade Oliver erzählt hat, bei der Entscheidung der Finanzbehörde. Also die Banker wussten, dass man ihnen strafrechtlich an den Fersen klebt und sie wussten, dass die Hamburger Finanzverwaltung insgesamt 170 Millionen zurückhaben will. Und dann hat man halt den Kontakt zur Politik gesucht und auch bekommen. Und da spielen halt viele SPD-Politiker eine Rolle. Also Johannes. Genau, da will ich jetzt gerade nochmal hin, nachdem wir sozusagen Warburg in den Kontext gestellt haben, nochmal Scholz auch in den Kontext stellen. Wir haben ja gesagt, als wir zum ersten Mal im Frühjahr in Hamburg eine Aktion gemacht haben, Tschentscher muss zurücktreten, der jetzige erste Bürgermeister und damalige Finanzsenator, weil wir für den eigentlich sehr klar die Beweise sehen, dass er in der Entscheidung präsent war. Er hat das Verfahren an sich gezogen. Sie schreiben jetzt aber dezidiert aus der Perspektive sozusagen Scholz. Trotzdem fände ich spannend, vielleicht wollen Sie gerade weitermachen, Herr Strömer, an dieser Frage, wer sind eigentlich die anderen Personen und was ist jetzt genau die Rolle von Olaf Scholz und was ist auch die Verantwortung der anderen Personen, um mal dieses Geflecht so ein bisschen in Blick zu nehmen? Wir werden nicht über alle Personen reden können heute Abend vielleicht, aber es gibt ja doch so ein paar Zentrale. Ja gut, aus der Sicht oder der SPD würde ich mal von den Big Four sprechen. Das ist Olaf Scholz, das ist Peter Tschentscher, das ist Johannes Kahrs, damals noch Bundestagsabgeordneter und mächtiger Haushaltspolitiker, und Alfons Pawelczyk, den man vielleicht außerhalb Hamburgs nicht kennt. Kurz zu seiner Einordnung, er war Innensenator und Vizebürgermeister in Hamburg, hat dann nach dem Austritt aus der Politik sein Adressbuch im wahrsten Sinne vergoldet. Vertrauter von Olaf Scholz, Strippenzieher der Hamburger SPD, und die vier, um die rankt sich dieser ganze Skandal, weil die alle auf unterschiedlichen Art und Weisen darin verstrickt waren und mittlerweile immer noch verstrickt sind, wenn man sieht, wie sie
täuschen und tricksen bei der Aufklärung. Und ich gehe da nochmal weiter, neben diesen vier SPD-Akteuren, die politisch sind, die Verteidigungslinie ist ja bisher bezüglich Peter Tschentscher, aber auch Olaf Scholz, es gab keine politische Einflussnahme, das haben alles die Verwaltungsleute gemacht. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt ja auch gegen die. Und ich würde gerne eine kurze Runde sozusagen zu dem Verständnis der Rolle der politischen Akteure in Abgrenzung zu den Verwaltungsmenschen. Was wissen wir darüber? Herr Hohlenstein, wollen Sie da aus Ihren Recherchen versuchen, uns ein Bild zu geben? Denn das ist ja die zentrale Verteidigungslinie, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ich meine, man muss da vielleicht sich da einmal überlegen, wie hat Christian Olearius damals im Frühjahr 2016 agiert, als er erfahren hat, das Finanzamt will die Millionen, die Cum-Ex-Millionen von ihm zurückholen. Da hat er im Prinzip, das kann man auch im Buch nachlesen, das ist ein extrem politischer Kopf. Ne? Also der weiß schon auch, wie man Strippen zieht, und er hat im Prinzip zwei Wege beschritten, um Einfluss auf diese Entscheidung zu nehmen. Er hat auf der einen Seite Anwälte engagiert, die besten Anwälte, die er finden konnte, die haben auf die Finanzbeamten Einfluss und Eindruck gemacht. Also die haben versucht, unten Argumente einzuspeisen. Gleichzeitig hat er aber relativ früh gemerkt, okay, dieser Fall hat natürlich eine politische Dimension, wie er es nannte. Was kann ich denn da machen? Er hat dann damals einen ehemaligen CDU-Finanzsenator, Wolfgang Peiner heißt der, gefragt, der ein enger Kontakt von ihm ist. Sagen Sie mal, an wen soll ich mich wenden? Kann ich mich an Olaf Scholz wenden? Der hat gesagt, Nee, lass mal, die Politik mischt sich in Steuerverfahren nicht ein. Das musst du anders regeln. Er hat dann auch Alfons Pawelczyk gefragt, und der hat gesagt, ja, da mache ich dir einen Kontakt zu Olaf und sprich doch mal mit Olaf. Jetzt muss man wissen, das ist ein relativ üblicher Vorgang außerhalb von Steuerverfahren. War es ein offenes Geheimnis in Hamburg. An Olaf Scholz geht nichts vorbei. Und was der Senat entscheidet und was die Verwaltung entscheidet, wenn es eine gewisse Relevanz hat, geht bei ihm über den Tisch. Er hat sich dann tatsächlich erst, hat sich Olaf Scholz mit diesem Emissär getroffen, also Alfons Pawelczyk, und dann auch in der Entscheidungssituation auch mehrfach mit Olaf Scholz. Und diese Treffen haben einfach stattgefunden. Also heute tut man immer so, ja, was ist politische Einflussnahme? Es gibt gar keinen Beweis für politische Einflussnahme. Das ist ja immer diese Verteidigungslinie, weil die SPD sehr smart am Anfang definiert hat, was sie unter politischer Einflussnahme versteht. Nämlich am Ende ein Zettel, auf dem steht, ich polemisiere jetzt etwas, aber auf dem steht, lieber Peter, geschrieben von Olaf am besten, lieber Peter, sorg mal dafür, dass die Warburg-Jungs die Kohle nicht zurückbezahlen müssen, dein Olaf. So funktioniert Politik natürlich nicht, auch politische Einflussnahme nicht, sondern wir haben halt sehr viel Bewegung in der Politik, das sehen wir. Wir haben Olaf Scholz, der trifft sich einmal mit ihnen, trifft sich zweimal mit denen, nimmt ein Papier entgegen von diesen Bankern und ruft dann proaktiv den Olearius sogar nochmal an und sagt, hey, schickt denen das Papier, was ihr mir gegeben habt, also ein Verteidigungspapier, gibt das doch mal weiter an Peter Tschentscher, den Finanzsenator. Und dann kommt das im Spiel, was Sie ja auch schon kritisiert haben, dass Peter Tschentscher sehr direkt aber zumindest mit der Bitte um Informationen zum Sachstand in das Verfahren einmischt. Und wie uns erfahrene Finanzbeamte sagen, dann weiß eigentlich ein erfahrener Finanzbeamter, was zu tun ist. Das heißt, warum die Frage auf der politischen Ebene ist eigentlich, warum hat sich Olaf Scholz überhaupt mehrfach mit den Leuten getroffen, wo er wusste, dass gegen diese Personen ermittelt wird und wo er offensichtlich, also auch von denen wusste, dass das Finanzamt eine sehr unangenehme Entscheidung treffen musste. Warum macht man das, wenn man nicht politisch Einfluss nehmen will? Ich habe da noch mal zu dieser Frage der Einflussnahme etwas, was ich auch selber noch nicht wirklich durchdrungen habe, warum das so sein musste. Also jemand wie Olearius ist ja eine Größe in Hamburg. Ich habe das manchmal verglichen sozusagen mit der Rolle von Josef Ackermann für Angela Merkel. So,
einfach, das ist die größte Bank in Hamburg oder ist eine zentrale Bank und der ist auch irgendwie wirtschaftspolitisch wichtig und umtriebig und so bei verschiedenen Prozessen dabei. Finanzierung Elbphilharmonie und was es so gab. Und warum braucht der einen Emissär? Warum braucht der Pawelczyk und Kahrs, um mit Olaf Scholz über dieses Thema zu sprechen? Weil er könnte doch einfach direkt irgendwie die nächste Gelegenheit, wo es ein Empfang ist, irgendwie, wie man das so macht, oder übers Vorzimmer einfach sagen, ich würde mal gern telefonieren. Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass er nicht einfach das direkte Gespräch sucht, sondern das erst irgendwie vorbereitet wird oder so? Wie muss man das verstehen? Nee, wir können jetzt halt nur von den Treffen berichten, von denen wir wissen. Wir wissen ja nicht, ob es da noch mehr im Vorfeld gab. Also auszuschließen ist es nicht. Aber der Ablauf ist ziemlich klar. Also Olearius und Max Warburg, also der andere Mitinhaber, die standen damals in allen Zeitungen. Es war öffentlich, dass gegen sie wegen schwerster Steuerhinterziehung ermittelt wird. Sie waren auch, oder zumindest Christian Olearius war da auch als Zeuge geladen im Bundestag-Untersuchungsausschuss, wie Sie sich ja vermutlich gut erinnern können, Herr Schick. Und er hat dort die Aussage verweigert. Und in diesem Zeitfenster stand die Entscheidung an, dass die Finanzverwaltung das Geld zurückhaben will. Und in diesem Zeitfenster musste er Olaf Scholz treffen. Aber er war ja eigentlich schon gebrandmarkt, weil es öffentlich war, gegen den Mann wird ermittelt. Und zwar wegen schwerster Steuerhinterziehung. Also macht schon Sinn, dass man da jemand vorschickt, um vorzufühlen, ob der Bürgermeister willens ist, sich mit einem zu treffen. Ich vergleiche das immer mit dem Fall Uli Hoeneß, der ja bekanntlich auch ein Steuerverfahren hatte und letztendlich im Gefängnis landete. Man stelle sich vor, Uli Hoeneß wäre mit seinem Anliegen damals zum Ministerpräsident Bayerns gegangen. Ich glaube, das war Horst Seehofer. Und hätte dann sein Leid geklagt über diese Ermittlungen. Und kurz drauf wären die Ermittlungen eingestellt worden, beziehungsweise das Geld nicht zurückgefordert worden. Die hätte Deutschland aufgejault, vollkommen zu Recht. Und Ähnliches ist einfach in Hamburg passiert. Also die treffen sich und Olaf Scholz wusste, er war nämlich vorbereitet, dieses Vorbereitungspapier liegt uns vor. Achtung, Achtung, die wollen mit ihnen über das Steuerstrafverfahren sprechen. Also es war klar, die kommen und wollen nicht über die Elbvertiefung oder über die Elbphilharmonie reden, sondern über ihr Steuerstrafverfahren. Und es ist eigentlich ein No-Go eines Ministerpräsidenten oder im Stadtstaat eines Bürgermeisters, sich mit Beschuldigten in einem Steuerstrafverfahren zu treffen und über diesen Fall zu reden. Das ist töricht, das macht man eigentlich nicht. Da geht man zu großes Risiko ein. Sie waren sich halt damals wohl sicher, oder zumindest Olaf Scholz, dass es nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Aber wie gesagt, er hat halt die Rechnung ohne die Tagebücher gemacht. Ohne die Tagebücher würden wir jetzt auch gar nicht drüber reden. Wir wüssten bis heute noch nicht, dass die sie überhaupt getroffen haben. Und durch die Tagebücher wissen wir auch, was sie geredet haben. Olaf Scholz vermittelt immer den Eindruck, ja, in den Tagebüchern steht drin, ich habe mir nichts anmerken lassen, ich habe nur zugehört. Stimmt, das steht in Tagebüchern auch drin, aber was Olaf Scholz unterschlägt, was weiter drin steht, er hat Olearius gecoacht, Ratschläge gegeben, Hilfestellung geleistet, bis hin, wie er sich bei Interviews mit dem Spiegel verhalten soll. Und er hat ihn an Peter Tschentscher weitervermittelt und auch da noch Tipps gegeben hat, wie er das einfädeln soll. Also das muss man sich nochmal vor Augen führen, amtierender Bürgermeister hilft einem Beschuldigten in einem schweren Steuerstrafverfahren. Das ist die Situation. Und da macht schon Sinn, wenn da noch ein paar andere dabei sind und das vorbereiten, vorfühlen. Und wir wissen aus den Tagebüchern, dass dieser Alfons Pawelczyk den Aufschlag gemacht hat. Da steht so ein schöner Begriff drin von Olearius. Ich habe ihn animiert mit Unterlagen. Also, dass er schon zu Scholz mit entsprechenden Unterlagen geht und ihm auf Folgendes geht. Das ist der Sachverhalt. Spätestens da hätte eigentlich Olaf Scholz sagen müssen, alles gut, vielen Dank. Ein Treffen kommt für mich nicht in Frage. Das ist eine Angelegenheit der Steuerverwaltung bzw. der Staatsanwaltschaft. Dort sind die Ansprechpartner. Hm. Aber nicht getroffen und nicht nur einmal, sondern innerhalb von wenigen Wochen zweites Mal. Da fiel dann auch die Entscheidung. Ein Jahr später hat sich die ganze Geschichte wiederholt. Hat er sich auch nochmal mit ihm getroffen. Ich glaube, eine Frage, die sich viele Leute stellen, ist, warum
ist eigentlich die Kölner Staatsanwaltschaft an diesem Hamburger Fall dran? Warum ist es eigentlich nicht die Hamburger Staatsanwaltschaft? Wir haben doch so ein Örtlichkeitsprinzip. Und darüber, über diese Frage Justizsystem, findet sich in Ihrem Buch relativ wenig, sozusagen viel über die Arbeit der Justiz, aber so die Frage, gibt es da auch ein Thema bezüglich der Hamburger Justiz, dass die vielleicht das gar nicht aufklären wollte, oder gab es da auch irgendwie Einflussnahme oder gibt es da irgendwelche Hinweise drauf? Also ich finde, wir haben da schon gehen da sehr oft im Buch drauf ein. Als wir angefangen haben, darüber zu berichten, hagelte es Anzeigen bei der Hamburger Staatsanwaltschaft gegen Olaf Scholz. Und uns liegt halt die Korrespondenz der leitenden Oberstaatsanwälte vor. Genau, den Teil, der ist ausführlich beschrieben. Ja, ja. Damit ich meinte mehr so die Ermittlungen in der Sache. Passiert, man muss ein Aktenzeichen anlegen, aber man macht nichts. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Johannes Kahrs für sein Lobbying für Warburg Parteispenden bekommen hat. Das war aber nur Presse bekannt, deswegen gab es keine Anzeigen, aber trotzdem eigentlich ein Offizialsdelikt, weil ja Korruption im Raum steht. Und da gibt es eine E-Mail von des leitenden Oberstaatsanwalts, weil das an seine Mitarbeiter, ja, was die Parteispenden anbelangt, da machen wir gar nichts. Da gibt es ja noch nicht mal eine Anzeige, nur Presseberichte. Also das ist die Haltung der Hamburger Justiz, die sich all die Jahre beim Thema Cum-Ex durch Wegschauen hervorgetan hat. Und zwar nicht nur bei Warburg, weil es gibt hier noch weitere Finanzinstitute, die im Feuer sind wegen Cum-Ex und gegen die ermittelt wird. Aber das ist halt immer die Kölner Staatsanwaltschaft. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ist da ziemlich blind. Und durch unsere Berichterstattung kam es ja auch zu einer Anzeige eines renommierten Hamburger Rechtsanwaltes gegen Olaf Scholz und Peter Tschentscher. Die hat man einfach kassiert und die Beschwerde dann abgebügelt, und zwar kurz vor Olaf Scholz Auftritt im Untersuchungsausschuss, dass er dort reingehen konnte und sagte, ja, Hamburg hat abgelehnt, Ermittlungen einzustellen. Aber wenn man die Korrespondenz kennt und weiß, dass in Deutschland Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind, also nicht unabhängig wie zum Beispiel in Italien, dann wundert es einen nicht mehr, dass Hamburg so wegschaut. Ja, meine Frage bezog sich ein bisschen, gibt es da auch Hinweise für eine Einflussnahme oder können wir eigentlich da, weil da eben die Tagebücher nichts sagen, praktisch es nur vermuten? Na, also wir haben sozusagen diesen Weg bei dieser Rückzahlung und der Entscheidung der Finanzbehörde. Da gibt es ja relativ detaillierte Hinweise, wie der Weg gelaufen sein könnte, auch Kontakte zwischen der Finanzbeamtin und dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Warburg Bank. Und meine Frage bezog sich so, wissen wir eigentlich bei der Staatsanwaltschaft auch über solche Wege oder ist das etwas, was man vielleicht auch nie rausfinden wird? Nee, ich muss jetzt ein bisschen abschweifen, kurz ausholen für den Nicht-Hamburger. Seit 2 Wochen gibt es einen großen Skandal in Hamburg. Da geht es um den Innensenator Grote, der sich Tickets vom Fußballverein St. Pauli hat geben lassen. Und da gab es Ermittlungen gegen Beamte, die ebenfalls teure Tickets bekommen haben. Und der Generalstaatsanwalt in Hamburg hat dann Ermittlungen gegen den Innensenator abgelehnt mit der Begründung, das gibt sonst nur einen politischen Tsunami, da machen wir nichts. Also ich würde sagen, mehr Strafvereitelung im Amt geht nicht. Gegen den Generalstaatsanwalt laufen jetzt auch Untersuchungen und es ist just jener Generalstaatsanwalt, der auch die Beschwerde gegen Ablehnung der Anzeige gegen Scholz auf den Weg gebracht hat. Das ist schon vorauseilender Gehorsam. Ich glaube, da bedarf es gar keinen Einfluss. Sie werden hier in Hamburg nicht mal Pförtner im Rathaus, wenn Sie nicht SPD-Mitglied sind. Also die Jungs sind schon irgendwie, alle stehen stramm und wissen, was zu tun ist. Herr Hollenstein, ich würde gerne ein bisschen den Blick mal vorauswerfen. Also zum einen mit einer Frage, wollten Sie mit dem Buch eigentlich eine Wirkung erzielen und wenn ja, welche? Wirkung erzielen liegt nicht so richtig in unserem, kommt darauf an, wie man Wirkung erzielen definiert natürlich. Also natürlich freuen wir uns über jeden Leser. Wir freuen uns, wenn wir Menschen darüber aufklären können, was in diesem Fall passiert ist.
Wenn wir diese Wirkung erzielen, dann ist das exakt unser Ziel und wenn möglichst viele Menschen das verstehen. Wirkung erzielen, das werden wir ja immer oft gefragt im Sinne von politisch. Wollen wir jetzt, dass da irgendjemand zurücktritt? Wollen wir, dass nach unserem Buch Tschentscher zurücktreten muss, Scholz zurücktreten muss? Das ist ehrlich gesagt nicht unser Unterfangen, weil dafür sind wir Journalisten. Unsere Kernaufgabe ist es, erstmal Fakten ans Licht zu bringen und die Sachen so zu erzählen, wie sie waren oder wie wir sie rekonstruieren können. Da sind auch mit Sicherheit ganz viele Lücken drin. Also ich glaube, eine der häufigsten Fragen unseres Lektors war, warum agiert diese Person hier so? Warum macht er das? Warum macht er dieses? Wir können das nicht beantworten und wir spekulieren da auch nicht, sondern wir versuchen erstmal die Fakten aufzuzeigen. Und Wirkung ist in der Hoffnung, wir hoffen auf die Wirkung Aufklärung. Was daraus politisch wird, wenn Sie darauf anspielen, das ist nicht unser Job. Fair enough. Ich will trotzdem noch mal einen zweiten Blick in die Zukunft werfen. Da ist ja sehr viel Dynamik drin. Ne? Und im Buch sieht man ja auch viele Kugeln rollen sozusagen oder Bälle rollen. In dem Sinn von, da ist eine Staatsanwaltschaft, die weiter ermittelt. Da sind Menschen, gegen die ermittelt wird und wo man nicht weiß, wie sie sich verhalten werden. Was wäre denn Ihre Prognose, wo wir da in einem Jahr stehen? Da ist ja unwahrscheinlich viel Dynamik drin. Und wenn man so tief reingegraben hat, jetzt weiß ich, dass das sozusagen nicht die erste journalistische Aufgabe ist. Aber trotzdem ist es ja etwas, was bei diesem Skandal, bei diesen Vorkommnissen mich schon immer wieder begleitet hat, dass von Anfang an Leute den unterschätzt haben in seiner Wirkung. Als ich 2013 angefangen habe, richtig dazu zu arbeiten, war ja völliges Desinteresse. Und viele Leute haben das Thema so, was hat der wieder für so ein Spezialistenzeug? Ne? So, und wenn man sich das heute anguckt, es ist einfach, es war richtig zu sagen, das ist einer der großen Finanzskandale und damit muss man sich intensiv beschäftigen. Wo werden wir da in einem Jahr stehen? Werden wir dann im Wesentlichen, weil das Warburg-Kapitel juristisch abgearbeitet ist, über andere Banken reden, wo man dann hoffentlich auch nochmal Tagebücher findet oder was anderes? Oder wird es dann eigentlich erst so richtig über die Ermittlungen gegen die Finanzbeamten, gegen Herrn Olearius sozusagen zu weiteren Aussagen kommen, sodass man das eigentlich, das Buch direkt in eine zweite Auflage sozusagen geben müsste, wo man dann nochmal überarbeiten muss? Mal ein bisschen in die Glaskugel geguckt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mutiger Glaskugelgucker ist. Ich kann gerne in die Glaskugel schauen und das sehe ich aber erst auch mal ein Bild aus der Vergangenheit. Also unsere Recherchen haben immerhin einen Untersuchungsausschuss hier in Hamburg ausgelöst. Also es gibt einfach den unmittelbaren Zusammenhang, beziehungsweise man hat sich auf unsere Recherchen berufen und da gehört es auch hin. Jetzt ist die politische Aufklärung da. Dann das Buch hat letzte Woche, war Anlass einer Aktuellen Stunde im Bundestag und hat somit auch nochmal das Scheinwerferlicht auf Olaf Scholz gelegt. Und ich glaube, jetzt in die Zukunft gesehen, muss man unterscheiden. Es gibt einmal den Politskandal um Olaf Scholz und Peter Tschentscher. Da hat es natürlich am Rande mit Cum-Ex zu tun, weil das Steuervergehen der Warburg Bank, das waren Cum-Ex-Geschäfte. Aber eigentlich ist es dem Politskandal nicht so entscheidend, ob das Cum-Ex war oder ein anderes Steuervergehen, sondern da geht es einfach um ungute Nähe und Lobbyarbeit und Protegiererei. Das andere ist dann die Situation bei Cum-Ex, das habe ich ja geschildert, dass da allein in Köln gegenüber 1500 Leute ermittelt wird. Letzte Woche war Durchsuchung bei der Deutschen Bank. Also das wird noch Jahre dauern. Die juristische Aufarbeitung, die wird noch Jahre dauern. Also wenn man die Anne Prohlger weiter arbeiten lässt, die wird bis zu ihrer Pension nichts anderes machen. Und ich finde, es hat in Hamburg bei der Warburg Bank angefangen. Letzte Woche stand man in der Deutschen Bank, in den Turm in Frankfurt. Man war auch bei den Ex-CEOs zu Hause. Also da wird wirklich mit scharfem Schwert gearbeitet. Das ist auch richtig so. Und wo das überall hinführt und wer da letztendlich noch im Gefängnis landet, das bleibt spannend abzuwarten. Immerhin, es gab weltweit, das jetzt
2021 das erste Urteil, also Gefängnisurteil. Ein Warburg-Bankmanager ist zu 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Urteil ist auch rechtskräftig. Der wird also demnächst, wenn das seine Gesundheit zulässt, in der schwedischen Gardine einziehen für 5,5 Jahre. Und ich glaube, das ist ein Signal. Damit geht weltweit der erste Cum-Ex-Banker für viele Jahre ins Gefängnis. Und es werden noch viele andere folgen und von den unterschiedlichsten Geldinstituten. Neben den Geldinstituten spielen dann die Law Firms eine Rolle, ob es jetzt Freshfields ist oder sonst jemand, Steueranwälte, augenblickliches Hanno-Berger vor Gericht, und zwar sowohl in Bonn wie auch in Wiesbaden. Also da ist ziemlich viel unterwegs, ziemlich viel los, wenn man so in die Glaskugel schaut. Und es bleibt wirklich abzuwarten, was da passiert. Was politisch passiert, das ist schwierig zu prognostizieren. Aber ich glaube, um das vielleicht kurz zu ergänzen, was man politisch sagen kann, ist, dieser Skandal ist, glaube ich, inzwischen stark mit dem Namen Olaf Scholz verbunden. Und ich glaube, er wird am Ende immer wieder in seiner Kanzlerschaft ihm begegnen, weil er halt eben nicht, weil er so sehr gezeigt hat für viele Menschen, wie Scholz arbeitet, wenn er unter Druck gerät, dass er dann schweigt, dass er versucht zu manipulieren. Und wie gesagt, es gibt Umfragen, dass 70% ihm nicht glauben, dass er diese Erinnerungslücken hat, die er da vorschiebt. Und aus der Geschichte, glaube ich, wird er so einfach auch nicht mehr rauskommen. Und da ist es tatsächlich auch schwierig zu prognostizieren, das ist ja so die Entwicklung der letzten 2 Wochen, ob es dort nicht doch auch noch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn aufgenommen werden, weil da, und das ist ja eine der Sachen, die wir im Buch enthüllen konnten, ist eigentlich klar, dass seine Erinnerungslücken nicht plausibel sind, weil er sich nämlich in die Erinnerungslücken, die er heute vorschiebt, können wir nachweisen laut Protokollen, die hatte er erst, als es ihm strategisch in den Kram passte, und davor konnte er sich sowohl noch an ein Treffen erinnern. Und da braucht es eigentlich nur eine mutige Staatsanwaltschaft, die da weitermacht. Ob das passiert, das ist wieder dann Glaskugel. Ja, vielen Dank. Ich gehe mal zu den Fragen, die uns schon aus dem Publikum erreicht haben. Gehen wir als erstes zu einer kleinen Frage, die wir schnell beantworten können. Das würde ich kurz selber machen. Hat auch die Bayerische Landesbank von Cum-Ex betrieben? Was wir heute wissen, ist die Bayern LB eine der Banken, die bisher nicht mit Cum-Ex in Verbindung gebracht werden. Wie Oliver Ström gesagt hat, sind es nicht viele. Aber bei der Bayern LB, korrigieren Sie mich, wenn Sie andere Informationen haben, liegen mir bisher keine Informationen für eine Beteiligung an Cum-Ex-Geschäften vor. Dann haben wir die zweite Frage zur Aufklärung und zu Cum-Ex. Ist die Kölner Staatsanwaltschaft die einzige, die sich diesem Thema annimmt? Nein, es laufen Verfahren in München. Es läuft ein Verfahren in Stuttgart, und zwar gegen die Baden-Württembergische Landesbank. Und es laufen weitere oder mehrere Verfahren in Frankfurt bei der Staatsanwaltschaft. Und während jetzt alle zu Recht auch von Anne Prohlger in Köln reden, muss man aber auch noch mal einen Mann herausheben. Das ist der Frankfurter Staatsanwalt Weinbrenner. Das ist der allererste Staatsanwalt in Deutschland, um nicht zu sagen weltweit, der sich um Cum-Ex gekümmert hat. Das war im Jahr 2012. Er hat ein Verfahren auf den Tisch bekommen. Da ging es um Cum-Ex-Geschäft eines Milliardärs, eines Immobilienmoguls aus Berlin. Und es war das erste Cum-Ex-Geschäft von Hanno Berger. Und dieser Staatsanwalt, der war damals junger Dezernent, ihm haben die Namen sofort was gesagt. Er hatte noch keine Blaupause, weil, wie gesagt, Cum-Ex war juristisch noch bis dahin kein Thema. Und er hat diesen Fall aufgerollt, hat 10 Jahre an diesem Fall gearbeitet. Hanno Berger war abgetaucht. Er hat mit internationalem Haftbefehl dafür gesorgt, dass Hanno Berger von der Schweiz, was ein ungewöhnlicher Vorgang ist, ausgeliefert wurde vom Dreivierteljahr, sodass man jetzt ihm den Prozess machen kann. Also das sind so die 4 Staatsanwaltschaften in Deutschland, die an Cum-Ex arbeiten. Dankeschön. Die nächste Frage, die auch eher so ein bisschen technischer Natur ist, muss jeder Person, die an Cum-Ex beteiligt ist,
jedes Mal aufs Neue bewiesen werden, dass die Geschäfte nicht rechtens waren und damit sie belangt werden können. Also ein bisschen zu der Frage, was muss man jedem Einzelnen dann nachweisen? Und ist es jedes Mal wieder eine neue Frage, ob die Geschäfte rechtens waren? Hollenstein, wollen Sie übernehmen? Ja, dass die Geschäfte nicht rechtens waren, dass die Geschäfte illegal waren, das haben wir jetzt durch mehrere Urteile, sowohl beim BGH als auch beim Bundesfinanzhof, haben wir das bestätigt. Aber das heißt natürlich jetzt, um vielleicht mal eine Analogie zu gebrauchen, jetzt ist erstmal klar, Mord ist strafbar in Deutschland, etwas zugespitzt. Und natürlich muss es in jedem einzelnen Verfahren, wie man jedem einzelnen Mörder auch nachweisen muss, dass er irgendwie an dieser Tat beteiligt war, muss es natürlich auch in jedem einzelnen Prozess nachgewiesen werden, dass diese Geschäfte so betrieben waren, wurden, wie die Anklage es annimmt. Kann ich da noch? Ja, wenn ich das kurz. Bitte, Herr Schwimm. Ja, also für Nichtjuristen, wir haben in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht, wie zum Beispiel in Amerika, wo Konzerne verklagt werden. Was weiß ich, Facebook oder Coca-Cola, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. In Deutschland ist Individualstrafrecht, das heißt, man muss jedem Einzelnen die persönliche Schuld nachweisen. Und das ist ja auch das Schwierige und das Komplexe. Man erwischt ganz schnell die Brokers und die Bankangestellten in mittleren Schichten. Aber die Spur hoch bis zu den CEOs in Vorstandsetagen, das nachzuweisen, ist ungleich schwerer. Und das ist auch die große Herausforderung an die deutsche Justiz. Wie gesagt, wir haben hier kein Unternehmensstrafrecht im Gegensatz zu anderen Ländern, was die Sache schwierig macht. Ja, und was dazu kommt bei Cum-Ex ist, dass jeder immer eine bestimmte Rolle in dieser Zusammenarbeit hatte. Das heißt, selbst wenn ich für eine Gruppe von Leuten die Trades eigentlich nachgewiesen habe, muss ich als Staatsanwaltschaft dann jedem Einzelnen noch genau ein strafbares Verhalten in dieser Kooperation nachweisen, damit sich nachher die Verantwortung nicht irgendwo rausdiffundiert. Von daher ist das schon deutlich aufwendiger als bei manchen anderen Sachen, wo man dann weiß, irgendwie, das haben alle dasselbe gemacht. Nein, hier hat ja eigentlich jeder Akteur eine spezifische Rolle und das macht das nicht ganz unaufwendig. Ich gehe noch mal kurz zu einer weiteren Frage zur Rolle Scholz. Wie kann es überhaupt sein, dass Finanzbeamte oder der Oberbürgermeister die Macht haben, offensichtlich falsch zurückgezahlte Steuern nicht zurückverlangen zu können? Die 1-Million-Dollar-Frage. Es gibt in der Hamburger Verfassung steht, dass Senatoren und Bürgermeister alles unternehmen müssen und Unbill von der Stadt Hamburg die Stadt Hamburg vor Unbill zu bewahren. Also Fakt ist, sowohl Peter Tschentscher als auch Olaf Scholz waren in diese Verfahren eingebunden, wussten Bescheid, waren aus erster Hand informiert. Und sie haben zumindest nicht verhindert, dass die Finanzverwaltung sich entschieden hat, das Geld nicht zurückzuholen. Das Fatale war, dass die Entscheidung fiel 2016, dass ein Teilbetrag von diesen 170 Millionen Ende 2016 aus damaliger Sicht verjährt war. Also knapp 50 Millionen waren weg. Und das war allen bewusst. Das hat auch der Untersuchungsausschuss mittlerweile erbracht. Und da gibt es auch E-Mails und alles. Alle waren bewusst, wenn wir jetzt nicht zurückfordern, ist das Geld weg. Und das wusste auch die Politik. Und sie ist nicht eingeschritten. Also sie musste gar nicht so viel machen, sondern sie musste es einfach auch nur laufen lassen. Aber um die Frage vielleicht noch ergänzend zu beantworten, wie konnte das sein? Das ist ja tatsächlich eine sehr gute Frage. Ist natürlich, wir hatten 2016, das muss man fairerweise dazu sagen, keine höchstrichterlichen Urteile zum Thema Cum-Ex. Und die Hamburger haben sich da, ich meine, beim Thema Cum-Ex war ja immer das Prinzip, wieso wurden da Steuern ausgezahlt, die vorher nicht bezahlt wurden, indem man die, plump gesagt, Finanzämter so weit verwirrt hatten, dass sie nicht mehr wussten, was sie taten. Und am Ende ist genau dieses auch in Hamburg sehr stark passiert. Also am Ende hat Warburg gesagt, ja, das mag vielleicht aussehen, als seien das Cum-Ex-Geschäfte gewesen, die wir da getrieben haben, aber das waren ja gar keine Cum-Ex-Geschäfte, wie ihr das glaubt.
Und davon hat sich die Finanzverwaltung sehr stark einschüchtern lassen. Und weil es, wie gesagt, kein höchstrichterliches Urteil gab, haben sie eine juristisch zumindest nicht ganz direkt angreifbare Entscheidung getroffen. Wir fordern das Geld nicht zurück, es ist uns zu unsicher. Das ist so die heutige Argumentation. Ne? Danke. Die nächste Frage bezieht sich auf Scholz als Finanzminister auf Bundesebene. Also wir haben jetzt gesprochen über seine Rolle als erster Bürgermeister und dann wieder als Kanzler sozusagen. Wie ist Scholz' Rolle in seiner Zeit als Finanzminister, ich ergänze jetzt mal, in Bezug auf Cum-Ex zu bewerten? Er hat sich da nicht besonders hervorgetan, im Gegenteil. Wir hatten 2018, da war ich bei Korrektiv, wir haben da eine europaweite Recherchekooperation mit Medienpartnern, ich glaube von 20 Zeitungen und Fernsehstationen, und haben dann im Oktober 2018 veröffentlicht. Und erst durch die Veröffentlichung hat quasi Europa erfahren, dass sie ausgeraubt wurden. In Deutschland war das bekannt, dass die Staatskasse mit Cum-Ex geplündert wurde, aber es war nicht bekannt, dass es in Spanien, in Frankreich, in Belgien und sonst wo passiert ist. Das haben quasi die Staaten durch diese Veröffentlichung erfahren. Und während in anderen Ländern auch die Staatschefs teilweise ins Fernsehen gingen und gesagt haben, wir wollen jeden Cent zurück, war von Olaf Scholz nichts zu hören und nichts zu sehen. Er hat sich nie positioniert. Das erste Mal, dass es überhaupt zu Cum-Ex Stellung bezogen hat, war ein Talkformat von der Zeit Ende 2018. Und Ende 2019, da fiel ein Satz, das war auch eine Talkveranstaltung, ich glaube, von Transparency. Da sagte er, ich glaube, Sie waren Sie ja, da nicht da, Teilnehmer, da fiel der berühmte Satz, Cum-Ex ist eine Riesenschweinerei. Ende 2019, Dezember 2019. Ich weiß es deshalb so genau, weil wenige Wochen vorher wir den Hinweis bekamen, Olaf Scholz ist involviert, und haben da schon recherchiert und auch ein Kamerateam hingeschickt und genau rekonstruiert, wie er sich eigentlich bei dem Thema immer positioniert hat. Er hat sich überhaupt nicht positioniert. So richtig öffentlich Dezember 2019. Also da war er fast schon 2 Jahre Finanzminister. Ja, und es gibt in dieser Zeit, beschreiben Sie ja auch im Buch, auch nochmal eine Merkwürdigkeit, dass der Vermögenseinzug nochmal durch ein merkwürdiges Gesetzesdetail im Rahmen eines Corona-Hilfspakets sozusagen erschwert wird. Das kann man möglicherweise als einen weiteren Versuch im Einflussbereich von Olaf Scholz werten, die Rückzahlung zu torpedieren. Wir wissen aber, wenn ich es also auch nach Ihrer Darstellung nicht exakt, wie das da in das Gesetz hineingekommen ist. Ja. Aber es ist zumindest unter seiner Ägide auch passiert und schon erstaunlich. Und unter damit komme ich zu einer weiteren Frage. Gibt es Ihrer Meinung nach noch andere Fälle außer Scholz? Welche Dimensionen hat das Cum-Ex-Kapitel in Deutschland insgesamt, bei dem Politiker mitgemischt haben? Oh, das ist schwierig. Also wissen tun wir es, das macht ja den Fall Scholz so interessant, dass man da in der Nussschale das alles erzählen kann, wie da die Abhängigkeiten sind, wie da Lobbyarbeit gemacht wird, wie man Zugang hat, wie Politiker aktiv werden für einen Banker. Ich bin überzeugt, dass das anderswo auch schon passiert ist oder vielleicht passiert, aber da hat halt leider Gottes niemand Tagebuch geführt. Also da kann ich nur spekulieren. Ich meine, Cum-Ex ist eine traurige Geschichte. Ich meine, es gab 2009 einen großen Hinweis durch einen Whistleblower beim Bundesfinanzministerium, und Beamter Möllenbrock hat ein Vermerk geschrieben, eine E-Mail, und hat es in ein Apparat eingespeist, und hat es noch 3 Jahre gedauert. Das war dann unter Schäuble, dass zumindest Cum-Ex technisch in Deutschland angeblich unmöglich gemacht wurde. Aber die Gesetzgebung vorher, die haben ja Cum-Ex eher beschleunigt. Da gab es ein Steuergesetz 2007, das war sozusagen ein Brandbeschleuniger. Das war unter Steinbrück. Also da haben sich alle Finanzminister haben sich da wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Das muss man einfach so deutlich sagen. Vielleicht darf ich an einer Stelle da ergänzen.
Interessant ist ja, dass es eigentlich einen Fall gibt, da braucht man gar kein Tagebuch, sondern es ist öffentlich dokumentiert. Das ist in Bezug auf die Kum-Kum-Geschäfte. Und interessant ist, dass dasselbe, dass es zu genau der gleichen Zeit ist im Herbst 2016. Ne? Mhm. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass ein BMF-Schreiben, damals unter Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, stark auch gepusht vom CDU-Landesfinanzminister in Hessen, auf den Weg gebracht worden ist, was die Aufarbeitung aller Cum-Cum-Fälle in Deutschland praktisch unmöglich gemacht hätte. Dieses Schreiben hat eigentlich eine viel größere Wirkung. Da geht es nicht um 47 plus 43 Millionen für eine Bank in Hamburg, sondern es geht um Milliarden für viele Banken in ganz Deutschland, die nicht zurückgefordert werden. Und kurioserweise hat das bisher aber noch keine größere Empörung ausgelöst, obwohl da das konkrete Schreiben, nachdem der Hamburger Untersuchungsausschuss sozusagen immer wieder gedrängt wird zu suchen, das liegt vor, weil es ist eine öffentlich veröffentlichte Verordnung, wo wir wissen, wie Politik verhindern wollte, dass Banken die Gelder zurückzahlen müssen. Für mich eine der großen Fragezeichen, warum das eigentlich nicht mehr Empörung auslöst. Aber das ist nicht die Frage des heutigen Abends. Das ist ja dann das nächste Buch, was Sie schreiben, hoffentlich. Ich komme zu der nächsten Frage, und zwar nochmal zur Aufklärung stärker. Wie lässt es sich erklären, dass die anderen Parteien, CDU, Grüne, FDP, dieses Thema so wenig aufnehmen? Wenn der Vorwurf Lügen im Amt und Millionen, die dem Fiskus zustehen, nicht einfordern ist, müsste doch gerade die Opposition da richtig drauf anspringen. Ich glaube, ein wesentlicher Grund, warum das Thema lange so weit unter dem Radar blieb, ist das, was Sie eben auch schon mal sagten. Auch 2013 fing das ja schon an, irgendwie, dass man das Thema immer klein geredet hat. Und das ist, weil Cum-Ex schon als Begriff furchtbar kompliziert ist. Und es leider bis heute sehr viele Leute gibt, auch unter Journalisten, die sagen, oh, boah, Cum-Ex, verstehe ich nicht, möchte ich mich nicht näher mit beschäftigen. Sobald ich den Begriff höre, steige ich schon aus. Also das war ein wesentlicher Grund, dass die richtigen Leute, unter anderem der heutige Kanzleramtsminister und Spin-Doktor Wolfgang Schmidt, ist vor der letzten Bundestagswahl einfach bei Berliner Journalisten hausieren gegangen, hat erzählt, ja, bei diesem Cum-Ex-Skandal, das ist ja so kompliziert, das versteht eh keiner. Und hier habt ihr mein 10-Seiten-Schreiben, wo ich mal die ganzen Zusammenhänge erkläre, das aber dann keiner mehr gelesen hat, hängen geblieben ist. Es ist kompliziert. Und natürlich ist es, glaube ich, kein Geheimnis zu sagen, dass auch Oppositionsparteien sehr darauf schielen, was erzielt mediale Wirkung und wie einfach kann ich eine Geschichte erzählen. Und ich glaube, das ist in diesem Fall trotz allem noch relativ schwierig, aber besser geworden. Und ich glaube, betonen muss man hier, dass die Opposition gerade in Hamburg wirklich auch viel getan hat. Also dieser Untersuchungsausschuss, der medial manchmal auch geschmäht wurde, die machen da im Detail echt eine Wahnsinnsarbeit. Also die haben schon so viel ans Tageslicht gebracht. Sie haben wirklich herausgearbeitet, wie überfordert die Finanzverwaltung in Hamburg eigentlich war mit diesen ganzen Steuerbetrugsmodellen. Und das ist, glaube ich, die machen eine super Arbeit. Es ist halt sehr schwer, das immer wieder auf Scholz zu ziehen oder auch groß zu machen, weil das Thema im Prinzip sehr kompliziert ist. Nicht kompliziert ist, sondern kompliziert quasi gemacht wird. Also wenn man es ganz einfach machen würde, sorry, Scholz hat sich mit Steuerbetrügern getroffen. Warum hat er das nicht gemacht? Warum hat er das gemacht und warum erinnert er sich heute nicht mehr daran? Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Aber sobald man den Begriff Cum-Ex dazu bringt, jetzt wird es aber schwierig. Warum ist die Politik in Hamburg nicht eingeschritten? Was für Vorteile brachte das? Beziehungsweise was wären die möglichen negativen Folgen für Hamburg gewesen? Oh, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum sie damals nicht eingeschritten ist, oder? Genau, also ich verstehe die Frage so, vielleicht kann die Fragestellerin gegebenenfalls sich wehren, wenn ich es falsch interpretiere. Was ist die Abwägung in Hamburg gewesen? Also was für einen Vorteil hat Olaf Scholz davon gehabt? Gab es Vorteile und Nachteile für Hamburg? Er hat das Geld ja nicht selber eingesteckt. Also warum hilft er dem Banker? Nochmal die Frage nach der Motivlage. Oh,
also da tue ich mir schwer, weil da kann man nur spekulieren und das ist, fällt jetzt gerade nicht so in mein Beritt, weil wir ja eher so die Faktenhuber sind. Was ist die Motivlage? Also gibt es mehrere Erklärungsansprüche. Die Bank hat damit gedroht, wenn man ihnen das Geld wieder wegnimmt, würden sie bankrott gehen. Aber wie absurd ist das denn? Eine Bank, die geklautes Geld nicht zurückzahlen kann, geht bankrott. Ja, dann ist es halt so. Ein anderes Argument ist, dass dieses Geld ja nur ein Bruchteil in Hamburg bleibt, sondern war ja auch viel Steuergelder, die in den Bund gegangen wären und sind dann später, so nach dem Motto, das ist, warum sollen wir uns da jetzt mit der Bank anlegen und durch alle Instanzen klagen? Was es für persönliche Motive bei Olaf Scholz gab, das weiß ich nicht. Ich versuche das auch immer ein Stück weit auszublenden als Journalist. Wenn jemand mit 150 über eine rote Ampel fährt, dann ist es eigentlich egal, ob er die übersehen hat oder ob er es einfach eilig hatte oder weil er denkt, dass die Straßenverkehrsordnung für ihn nicht gilt. Er ist bei Rot über die Ampel und muss zahlen und bekommt Punkte in Flensburg. Und so sehe ich es auch bei dem Fall. Was die persönliche Motivation ist, weiß ich. Bei Olaf Scholz wissen wir es nicht. Bei den anderen Herren, zumindest bei Herrn Pawelczyk und bei Johannes Kahrs, spielt Geld eine Rolle. Das ist nachgewiesen. Johannes Kahrs hat indirekt Geld bekommen, beziehungsweise seinen Wahlkreis. Wir enthüllen auch in unserem Buch, dass Alfons Pawelczyk jedes Jahr dann 2016, 2017 noch einen satten fünfstelligen Betrag bekommen als kleines Dankeschön. Also, aber der Rest muss man spekulieren. Aber ich glaube, wir wissen da, was das anbelangt, noch relativ wenig. Okay. Jetzt gab es noch zur Aufklärung eine Frage. Die Tagebücher des Herrn Olearius wurden soweit bekannt von der Staatsanwaltschaft Köln im Rahmen der damaligen Durchsuchungsmaßnahme beschlagnahmt. Wie können Sie so genaue Inhalte aus diesen beschlagnahmten Tagebüchern erlangen? Die Frage kann ich jetzt nicht beantworten aus Quellenschutz, aber wir haben die Tagebücher, ich glaube, das sind 3.500 Seiten, eigentlich eine unlesbare Handschrift. Das hat Wochen und Monate gekostet, das auszuwerten, bis man ein Gefühl bekommen hat für diese Schrift und es zu transkribieren. Das war wirklich Kennerarbeit. Aber wie wir letztendlich an die Sachen rangekommen sind, da muss ich jetzt einfach um Verständnis bitten. Da geht es um Quellenschutz. Ich schaue gerade noch mal kurz über die weiteren Fragen. Warum schließt man diese Lücken nicht? Cum-Ex, ist Cum-Ex heute noch möglich? Warum stattet man die Steuerbehörden personell nicht entsprechend aus? Ist das politisch nicht, Klammer auf, mehr, Klammer zu, gewollt? Da geht es also genau um die Frage dieser Möglichkeit überhaupt, dass solche Geschäfte stattfinden können. Vielleicht bin ich da mehr als politischer Akteur sozusagen gefragt, keine Ahnung. Wir können jetzt knobeln, wer antwortet. Das hat jetzt weniger mit dem aktuellen Buch zu tun, sondern mit meinem letzten Buch, das heißt die Cum-Ex-Files. Und genau die Frage stellte damals mein Verleger, als wir beschlossen haben, da ein Buch zu machen und sagte, warum kann man eigentlich nicht prüfen, wenn jemand kommt und will sich Kapitalertragssteuer erstatten lassen, darum geht es ja bei Cum-Ex, ob er die vorher überhaupt entrichtet hat. Na, ich sagte, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe dann aber abends zum Glück einen hochrangigen Beamten aus dem BMF getroffen, habe ihm genau die Frage gestellt. Und er sagte, warum lässt sich das nicht prüfen? Das ist auch ein technisches Problem. Man hat in Deutschland 5 große Rechenzentren. Da liegen die ganzen Steuerdaten der Länder. Steuererhebung oder Steuereinholen ist ja Ländersache. Jetzt sind die Rechenzentren sowohl von der Hardware wie in der Software total veraltet, sind also nicht miteinander vernetzt. Und weil sie so veraltet sind, kann man die nicht so hochrüsten, damit man die endlich vernetzen kann. Also das würde eine Wahnsinnsinvestitionskosten, also das würde wahrscheinlich in Milliarden gehen, da die Infrastruktur zu schaffen. Und meine Frage war dann, ja, ist das teurer als das, was man, oder als die Summe, die man durch Cum-Ex verliert? Dann sagte der Beamte nein. Aber es ist natürlich eine Frage des politischen Willens, ob man dieses Geld investiert. Weil wenn jemand
in Köln sich die Kapitalertragssteuer erstatten lassen kann, kann der die Beamtin nicht schauen mit einem Mausklick, hat er die überhaupt schon irgendwo mal entrichtet, vielleicht in Berlin oder sonst wo. Und das ist eigentlich absurd. Das ist wirklich absurd im Jahr 2022, dass es letztendlich an technischen Know-how fehlt, um das mit einem Mausklick das zu verhindern. Ja, und ich meine, dass dieser politische Wille nicht da ist. Man sieht ja, dass in Fällen, das ist ja das, was wir heute Abend diskutieren, ne, dass in einem Fall, wo es technisch überhaupt kein Problem gewesen wäre, das Geld nicht zurückgefordert worden ist. Und wenn das natürlich die Art politische Akteure sind, die sich dann bundesweit darauf verständigen müssen, dass man solche neuen Infrastrukturen schafft und wirklich ein stabiles System baut, dann kann man sich vorstellen, dass diese politische Verständigung nicht so leicht zu erzielen ist, weil dann immer jemand gerade aus irgendeinem Grund sagt, ne, es ist doch nicht so wichtig, da genauer hinzugucken. Wir kommen da aus einem System, wo man die Banken als Helfer für den Staat sozusagen beim Einziehen von Steuern auch ein Stück weit eingeplant hat und ihnen dabei weitgehend vertraut hat. Und das aufgrund der Erfahrungen nun überzuführen in ein neues System, was mit der Erfahrung arbeitet, dass Banken und ihre Mitarbeiter, aber auch ihre Leitungsgremien möglicherweise aktiv kriminelle Geschäfte machen und diese Rolle, die die Banken da haben, beim Steuereinzug systematisch ausnutzen wollen, ja, das ist jetzt eine Systemumstellung, die wirklich einen politischen Willen bräuchte von mehreren Beteiligten. Da gab es mal ein schönes Bild von einem Kronzeugen aus, bei den Cum-Ex-Verfahren, der sagte, gerade was die Rolle der Banken und anbelangt, gerade bei der Einziehung von Steuern oder bei der Hilfe bei der Einziehung von Steuern, das ist ungefähr so, wie wenn man einem Fuchs irgendwie den Schlüssel zum Hühnerstall gibt. Das kann halt nicht gut gehen. Ne? Wir haben noch eine Nachfrage zu den neuen Cum-Ex-Geschäften. Können Sie erklären, wie das funktioniert und wieso sich Banker und Bankerinnen in Bezug darauf verhältnismäßig selbstbewusst geben? Wir hatten 2018 bei dieser internationalen Kooperation, wir sind damals drei Fragen nachgegangen. Also wie groß ist die Schadenssumme? Das war damals nicht bekannt. Europaweit oder wurde Europa ausgeraubt und gehen die Geschäfte heute noch weiter? Und die letzte Frage, dazu sind wir in die Rolle von Milliardären geschlüpft. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Slapstick, aber es war die aufwendigste Undercover-Operation, die ich je gemacht habe. Also wir hatten einen echten Briefkasten, der war auch im Markt implantiert und bekannt. Wir hatten einen Asset Manager, der hat Kontakt aufgenommen zu Anbietern und wir hatten ein Papier, wonach Cum-Ex-ähnliche Geschäfte angeboten wurde. Aber wir wussten nicht, ob das nur ein Papier ist, und Papier ist geduldig, oder ob da reale Chancen dahinter stehen. Und dann haben wir uns letztendlich mit dem Anbieter in London getroffen, in einer höllisch teuren Suite, weil in England kann man das machen, was in Deutschland verboten ist, vielleicht auch zu Recht. Man kann versteckte Aufnahmen machen mit Ton und hatten im Vorfeld intensiven Austausch, schon etliche Dokumente bekommen. Bei dem Treffen die restlichen Dokumente, weil er dachte, er trifft da zwei Milliardäre, die irgendwie mal eine Viertelmilliarde anlegen wollen. Und hat uns halt gezeigt, wo das überall geht. Es heißt halt nicht mehr Cum-Ex, sondern Event-Driven oder was auch immer. Es wird immer ein bisschen die Mechanik verändert, aber im Prinzip geht es immer darum, sind rein steuergetriebene Aktiengeschäfte, Kreisgeschäfte, die wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn machen. Es geht nur darum, Geld aus der Steuerkasse zu holen. Und dass das immer noch geht, ich verstehe es nicht, aber es geht offensichtlich immer noch. Wir haben noch eine Frage zu den Banken. Ist zu erwarten, dass betroffene Banken Geld von ihrer, ich glaube, das heißt geldgierigen Kundschaft zurückfordern werden? Und wie muss man sich die Geschäfte über Cum-Ex-Fonds vorstellen? Also letzteres, Cum-Ex, das können keine Personen machen oder konnten keine Personen machen, sondern nur institutionelle Anleger. Also dazu bedurft es halt GmbHs oder Fonds. Und die Fonds haben dann einzelne Personen eingezahlt. Das berühmteste Beispiel ist Carsten Maschmeyer. Und der Fonds hat dann in Cum-Ex-Geschäfte investiert. Das ist die Rolle der Fonds. Und der erste Teil der Frage habe ich jetzt leider vergessen.
Na, ob die Banken die Gelder da zurückfordern werden von ihrer Kundschaft? Na, ich glaube, man muss die Banken zur Kasse bitten, und das passiert ja auch. Als erstes ist Warburg zur Kasse gebeten worden, musste jetzt die 170 Millionen zurückzahlen. Weitere Verfahren laufen. Wer bisher außen vor ist, von daher ist die Frage berechtigt, also juristisch außen vor ist, das sind die Anleger, also die Carsten Maschmeyers dieser Republik. Gegen die wird bisher nicht ermittelt oder kaum, weil es ist einfach so ein gigantischer Aufwand für die Staatsanwaltschaften. Die sind so eingedeckt mit Arbeit, um gegen die Banker, gegen die Juristen, gegen die Aktienhändler zu ermitteln. Da war es bisher einfach nicht die Kapazität da, auch noch den Blick auf die zu richten, die in diese Geschäfte investiert haben über Fonds oder GmbH-Strukturen und noch reicher wurden. Das ist das Bittere. Können Sie etwas dazu sagen, was voraussichtlich mit Sanja Jha geschehen wird? Gibt es hier einen Haftbefehl? Wenn ja, hat auch Deutschland sich um seine Auslieferung bemüht, hält ja noch Anteile an der Warengoldbank. Da geht es um einen der Aktienhändler sozusagen, der eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, der alle in Dubai sitzt. Ja, ich habe den Herrn letzten Sommer in Dubai getroffen und er hat uns auch ein ausführliches Interview gegeben. Das kann man auch noch nachschauen auf panorama.de. Er ist inzwischen zeitlich festgenommen worden von den Behörden in Dubai aufgrund eines Auslieferungsantrags in Dänemark. Und das ist auch so ein bisschen, ja, das ist ein Durchbruch, weil das erste Mal, dass offensichtlich Dubai willens ist, irgendwie Finanzbetrüger auszuliefern. Die Dänen hatten irgendwie ein Rechtshilfeabkommen mit Dubai zustande zu bringen, das mit Deutschland noch nicht existiert ist. Wird gegen Sanja Jha auch in Deutschland ermittelt, ausnahmsweise sogar von der Hamburger Staatsanwaltschaft, aber auch von Anne Prohilger in Köln. Also laufen auch zwei Ermittlungen. Und meines Wissens, aber wie gesagt, mein Stand ist jetzt auch über ein Jahr alt, hat er durchaus noch Anteile an der Warengoldbank gehabt. Gegen die auch ermittelt wird, auch gegen weitere Banker der Warengoldbank. Also da ist viel im Fluss. Ob jetzt Sanja Jha letztendlich nach Dänemark ausgeliefert wird und wann, das weiß ich nicht. Wir nähern uns der Schlusskurve. Wir haben noch so ein paar technische Fragen zu Cum-Ex. Müssen wir aufpassen, wie tiefer da einsteigen. Die stelle ich mal kurz zurück. Weil man kann sich in der Technik tatsächlich stundenlang verlieren und das ist dann meistens auch besser, das irgendwann mal aufzumalen. Vielleicht nur so viel, weil das noch sehr nah an dem Erleben des einzelnen Bürgers ist. Es gibt doch die Jahressteuerbescheinigung der Bank. Ist die dann wissentlich falsch erteilt worden? Das ist jetzt schwierig, so allgemein zu beantworten. Da muss man wirklich jeden Fall einzeln anschauen. Das war ja Beispiel der Grund, warum letzte Woche bei dem früheren CEO, jetzt habe ich den Namen vergessen, Pitschen, zu Hause durchsucht wurde, weil er die Steuererklärung der Deutschen Bank unterschrieben hat. Es ist halt die Frage, wusste er, was er da tat? Ist, glaube ich, von Fall zu Fall verschieden. Naja, aber es geht auf etwas zurück, was Sie vorher gesagt haben, ne? Also da ist an der Stelle für die einzelnen Individuen gar nicht, sondern diese Trades finden zwischen verschiedenen Institutionen statt. Das heißt, die Steuerbescheinigungen, die dann falsch sind, sind nicht in Bezug auf einen Privatmenschen, sondern vor allem zwischen den Institutionen. Und es ist schon ein Teil des Themas, dass dann eben etwas bescheinigt worden ist. Und jetzt ist die Frage, also wo nicht abgeführt worden ist, ist trotzdem bescheinigt worden, dass abgeführt worden ist. Und das ist jetzt genau eine der rechtlichen Fragen an dieser Stelle, ne, ob das dann eben eine Bescheinigung nicht hätte erteilt werden dürfen, weil die Bank ja genau wusste, dass insofern nicht Kapitalertragssteuer abgeführt worden ist. Insofern ist das Teil, Punkt, aber eben nicht so, dass es beim Endbürger ist, sondern zwischen den Institutionen. Es gibt ja ein Institut, die Maple Bank, die hat das ja alles in sich selber gemacht, ja, sozusagen. Also die hat gesagt, warum soll man mit anderen kooperieren? Das machen wir alles selber mit unseren eigenen Tochtergesellschaften in Irland und Italien und so. Und da drehen wir einmal die Aktien rum. Und die haben das sozusagen dann alles intern verrechnen können. So, jetzt soll ich gerade noch einmal
Warum gibt es hier kein Unternehmensstrafrecht? Was spräche dagegen? Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, Herr Hollenstein, die Sie beantworten wollen. Auch nicht können. Auch nicht können. Ich sage vielleicht zwei Sätze dazu. Wir sind ja keine Juristen. Es gibt da eine, ich würde sagen, rechtsdogmatische oder rechtssystematische Argumentation, dass strafbares Handeln etwas ist, was mit der einzelnen Person zu tun hat und dass ich einer Institution, einer Organisation nicht etwas zuordnen kann, was eigentlich nur das Individuum leisten kann, nämlich vorsätzlich etwas zu tun, was falsch ist. Und ich finde diese Argumentation nicht nachvollziehbar, denn wir ordnen ja Unternehmen auch Eigentumstitel und was weiß ich alles andere zu, was man auch aus Privatpersonen eigentlich kennt, auch Meinungsäußerungsfreiheit und so weiter. Gibt es ja ganz viel, auf was sich auch Unternehmen berufen können. In Deutschland ist jetzt das Unternehmenssanktionsrecht verstärkt auch worden, weil es einen gewissen Druck gab. Aber ich finde es richtig, auch eigentlich ein Unternehmensstrafrecht wirklich zu haben. Man sieht eben in den USA, dass da manchmal Auflagen dann für die Institute damit verbunden sind. Nicht nur Strafzahlungen, sondern die müssen auch bestimmte Leute dann rauswerfen, die falsch gehandelt haben. Die müssen eine stärkere Compliance einziehen, bestimmte Geschäftsaktivitäten aufgeben. Und das ist für ein Unternehmen dann manchmal schon etwas Härteres, als wenn nur zwei Manager bestraft werden oder wenn man eine kleine Strafzahlung machen muss. Und ich würde mir solche Sanktionierungen auch in Deutschland wünschen. Vielleicht kann ich da was ergänzen. Beim allerersten Cum-Ex-Prozess saßen zwei britische Aktienhändler vor Gericht in Bonn und es waren aber gleich auch fünf Geldinstitute quasi mit angeklagt, weil obwohl wir kein Unternehmensstrafrecht haben, es gab eine Gesetzesnovelle 2017, da wurde ein sogenannter Abschöpfungsparagraf eingeführt, der gedacht war, dass man da an Gelder von Clans rankommen, die Clans durch kriminelle Aktivitäten ihrer einzelnen Mitglieder bekommen haben. Und über diesen Hebel hat ein Bonner Richter, der Vorsitzende Richter Zickler, das erste Mal auf ein großes Wirtschaftsstrafverfahren angewendet. Und es hat dazu geführt, dass letztendlich die Warburg Bank 170 Millionen Euro die Bank zurückzahlen musste, weil klar war, dieses Geld haben sie erwirtschaftet durch eine Straftat dieser beiden verurteilten britischen Aktienhändler. Also sozusagen Unternehmensstrafrecht light, aber sehr kompliziert und natürlich nicht so in der Breite anwendbar, wie es mit einem Unternehmensstrafrecht möglich wäre. Jetzt haben wir noch eine gute Schlussfrage, die vielleicht ganz gut zusammenfasst, auch nochmal zum Buch. Herr Hollenstein, vielleicht wollen Sie die übernehmen. Was enthüllt das Buch an Neuem? Im Spiegel wurde von einer Dankesliste geschrieben. Vielleicht wollen Sie das nutzen, auch nochmal ein bisschen was zur Resonanz auf das Buch zu sagen. Und genau, also viele Punkte haben Sie auch teilweise schon selbst vorab veröffentlicht im Laufe Ihrer Recherchen. Was ist jetzt das Neue im Buch? Genau, also die Dankesliste ist, da haben Sie gut beobachtet, das war ein Text von uns, der im Spiegel. Die Dankesliste ist eine Enthüllung. Wir haben auch, Sag mal kurz die Dankesliste, was es genau ist, für die Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben. Genau, da geht es darum, dass ja lange behauptet wurde, diese Treffen sind zwischen Olearius und Scholz, die war ja mehr oder weniger, man trifft sich halt. Und die haben dann halt auch so ein bisschen über das Steuerverfahren geredet. Jetzt konnten wir enthüllen, dass es eine Dankesliste gibt, wo Christian Olearius am Ende des Jahres 2016 eine Liste geführt hat, bei wem er sich denn, wem er alles zu Dank verpflichtet ist in diesem Cum-Ex, in seinem Cum-Ex-Verfahren. Und da stehen vier Namen, sind abgehakt. Also offensichtlich hat er sich bei denen bedankt. Das ist der Steuerberater. Und das sind die drei Herren, über die wir heute schon viel geredet haben, nämlich Alfons Pawelczyk, Johannes Kahrs und Olaf Scholz. Und das ist, glaube ich, eine der Enthüllungen, die wir haben. Wir könnten jetzt so eine lange Liste, das wird dann immer sehr detailliert, ne? Also wir haben beispielsweise darüber geschrieben, auch erstmalig, haben Sie vielleicht auch in den letzten Wochen gelesen, über diese Erinnerungslücken und ihre Plausibilität, nämlich dass es Protokolle gibt, die das aufzeigen,
Wir haben enthüllt beispielsweise, dass Alfons Pawelczyk Geld bekommen hat für seine Dienste. Und so könnte man jetzt eine lange Liste führen. Und ich glaube, oder unser Eindruck ist, gerade durch das Gesamtbild. Das Besondere an dem Buch ist, glaube ich, dass wir das Gesamtbild aufzeigen können, wo sowohl das Agieren der Akteure auf der Finanzamtsseite und die vielleicht politisch offensichtlich nicht so ausgestattet wurden, dass sie mit diesem Steuerbetrug wirklich umgehen können. Also man erlebt im besten Fall diese Hilflosigkeit der Finanzbeamten im Angesicht dieser betrügerischen Geschäfte. Und man sieht auf der anderen Seite, wie sich die SPD-Netzwerke in Hamburg um diese Bank zu gruppieren und quasi zur Hilfe eilen. Und das ist, glaube ich, was man, obwohl wir ganz viel vorher schon berichtet haben, so in einem Buch erst richtig verstehen und erleben kann. Weil es natürlich erstmal dauert, bis man die Komplexität des Themas überhaupt verstanden hat. Und wenn man dann aber einmal verstanden hat, ja, wir sind jetzt in diesem Fall, dann im Optimalfall erlebt man ganz viel davon. Aber vielleicht kann Olli das auch noch ergänzen. Ich würde mich mit Blick auf die Zeit vielleicht kurz einklinken und sagen, wir müssen zum Schluss kommen. Aber ich würde gerne diesen letzten Punkt, den Sie genannt haben, Herr Hohenstein, aus meiner Perspektive bestätigen und mit einem Dank verknüpfen. Also herzlichen Dank erstmal für die Diskussion heute Abend und für die vielen Fragen, die beantwortet wurden. Aber ich will auch sagen, wo ich das Wertvolle fand, nämlich genau nochmal in der Zusammenschau. Ich habe da wirklich, glaube ich, jede Veröffentlichung zu Cum-Ex in den letzten Jahren sehr genau mir angeschaut. Ich habe aber dann zum einen, weil eben noch mal ein paar entscheidende Details zusätzlich drin sind, aber auch noch mal in einem Ratsch sozusagen noch mal die Gesamtschau zu haben, auch eingebettet in das sonstige Agieren von Olaf Scholz, hat mir schon auch mal einen anderen Blick gefunden. Manchmal ist es ja so, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, ne? Und ich habe nach Ende des Buches den Wald in seiner Gesamtheit wieder sehr klar gehabt. Und das finde ich wirklich, deswegen fand ich das Buch auch als jemand, der sehr, sehr viel zu Cum-Ex schon gelesen hat, wirklich eine sehr wertvolle Lektüre. Das vielleicht am Ende auch nochmal als Dankeschön. Und das Ritterschlag. Ich wünsche viel Erfolg und allen, die sich heute beteiligt haben, mit Fragen, mit Zuhören und den Mitdiskutierenden und auch dem Team, was vorbereitet hat. Herzliches Dankeschön. Schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, schönen Abend. Ja.